Hallo, ich bin die Alexandra und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der erste Tag im ganz neuen, jungen Jahr 2018 und ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr und ganz besonders auch ein glückliches und gesundes Jahr mit vielen schönen Momenten. Heute möchte ich euch eine solche Rehkarte zeigen oder Abakuskarte nennt die sich auch, weil die so ein bisschen wie so ein Abakus aussieht mit diesen Reihen. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht für das Grundgerüst ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt schwarz genommen in der vollen Länge und in der Breite 15 cm. Das wird jetzt gefalzt bei 4 cm. Dann einmal ganz durchschieben bei 1 cm. Das Ganze umdrehen und bei 5 cm und dann noch mal bei 15,3 15,35 ist es eigentlich. Das ist dann die Mitte zwischen diesen beiden Linien. Das Ganze wird dann so geknickt, dass ihr später hier diese Aufstellkarte habt. Als nächstes brauchen wir die Öffnungen. Jetzt zeichne ich mir hier oben 2 cm jeweils vom Rand ab. Ich glaube, ich nehme mal einen weißen Stift, weil ihr das mit Bleistift nicht sehen könnt. Hier unten auch. Ich mache mir jetzt erstmal Hilfslinien über unsere Klingel. Die Feiertage sind halt viele zu Hause, in der Familie, und da ist immer irgendwo ein bisschen Trubel. Es ist nicht ganz so leise wie sonst. Als nächstes brauche ich hier oben auch 2 cm Abstand. Dann kommt ein Feld mit 2,5 cm. Dann 1,5. Nochmal 2,5. Und die beiden Felder hier, die 2,5 cm breit sind, das sind die Öffnungen und die schneide ich jetzt mit einem kleinen Messer und meinem Lineal von Hand aus. So, das habe ich ausgeschnitten. Als nächstes braucht ihr ein Stückchen Designerpapier. Das bildet dann hinterher die Decke. Das hat die Maße 10 mal 15 cm. Und da müsst ihr jetzt auch die Fenster reinschneiden. Ich habe mir das so ein bisschen hier vorne draufgelegt, wie es nachher liegen soll. Umdrehen und dann hier innen.
anzeichnen und dann das gleiche mit einem Cuttermesser ausschneiden. Beide Teile sind jetzt ausgeschnitten. Dann machen wir als nächstes die Drehelemente. Dafür braucht ihr zwei Stücke in Flüsterweiß. Die sind 10 cm mal 7,5 groß und vier Stücke in 4,5 mal 4,5 cm. Die beiden Stücke mit 7,5 mal 10 cm werden jetzt an der kurzen Seite bei 1,5 gefalzt, dann bei 3 bei 4,5 und bei 6. Also alle 1,5 cm. Und die kleinen Stücke werden einmal komplett ringsum an jeder Seite bei 1,5 gefalzt. Also 1,5 drehen, 1,5 drehen. Dann entsteht so ein kleines quadratisches Neunerfeld. Anschließend müsst ihr euch in dem mittleren Feld einmal ein Kreuz einzeichnen, damit ihr ganz genau den Mittelpunkt bestimmen könnt. Also im Prinzip reicht das hier in der Mitte. Man muss das nicht ganz anzeichnen. Das werden die kleinen Einstecklaschen hier rechts und links in den Drehelementen. Und man muss wirklich den Stab exakt in die Mitte stecken. Bei mir ist das hier nicht gelungen. Obwohl ich mir die Mitte angezeichnet habe, kommt er irgendwie an der Seite raus. Habe ich nicht aufgepasst. Und dadurch dreht sich das jetzt nicht richtig. Es hakt hier oben und dann muss ich es immer ein bisschen mit der Hand nachdrücken. Der hier unten ist gerade und der dreht sich perfekt. Also, da muss man drauf achten, dass der Stab wirklich genau durch die Mitte geht. Dafür zeichnen wir uns jetzt hier jeweils einmal genau den Mittelpunkt an. Anschließend könnt ihr alle Linien einmal nachfalzen. Anschließend werden die äußeren Vierecke weggeschnitten. Das Ganze sieht dann so aus und an den vier Teilen wird jeweils noch die Lasche angelegt. Anschließend nehmt ihr die beiden größeren Stücke und wie ihr euch schon denken könnt, hier werden jetzt die einzelnen Falzlinien nachgezogen und dann wird diese längliche, was ist das, wie eine kleine Box, dieses Drehelement geformt und ihr müsst euch jetzt an diesem Punkt überlegen, wie ihr das gestalten wollt. Ihr könnt es natürlich aus dem weißen Papier falten und hinterher mit Designerpapier bekleben. Ich habe mich aber dazu entschieden, das zu bestempeln und mache das deswegen jetzt auch vor dem Falzen. Ich benutze das Stempelset Alles Liebe Geburtstagskind und habe hieraus diese kleine Blüte genommen mit der vollen Blüte und das kleine Blatt.
kleinen Boxen. Fertig? Entschuldigung. Jetzt nehmt ihr diese kleinen Stücke hier und einen Schaschlikspieß. Ich habe meinen schon etwas gekürzt, das könnt ihr aber auch am Ende machen. Und wichtig ist jetzt, dass die Spitze ganz genau durch die Mitte durchgeht. Ich mache mir da vorher auf jeden Fall ein kleines Loch. Jetzt geht ihr mit dem Stab einmal hier in das Loch. Auf diese vier Seiten kommt Kleber und dann kommt das Ganze rein. Ich habe mich aber gerade dazu entschieden, die Oberflächen hier noch anzumalen. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe die hier grün eingefärbt, passend zum Hintergrund, und möchte das Gleiche jetzt hier mit Calypso machen. Am besten mit dem Falzbein runterdrücken an allen vier Seiten. Wenn ihr das nämlich mit den Fingern macht, habt ihr das ganz schnell reingedrückt und dann kommt das nicht mehr so leicht raus. So passt es. Perfekt. Der zweite jetzt genauso. Wird das Ganze zusammengebaut. Dazu holt ihr euer Grundgerüst. Und jetzt werden die Drehelemente schön mittig hinlegen und die Spitze zeigt hier links auf die Karte. Und für das Ganze nimmt man jetzt einfach ein Stückchen Papier. Kleber an die Seiten und hinten, in der Mitte nicht, das muss sich ja drehen, und dann wird das hier befestigt. Hier kommt es jetzt nicht auf Schönheit an, da das Ganze ja gleich noch zugedeckt wird. Jetzt könnt ihr die vorbereitete Schablone holen, oder nicht Schablone, hier die Dekoration. Und dann wird das Ganze hier vorne aufgeklebt.
Und dann könnt ihr eure Karte hier unten nochmal zusammenknicken. Und ich werde jetzt hier die Klebelasche binden. Und dann kann man das Ganze so aufstellen. Wenn ihr jetzt gerne hier an den Hölzern zum Drehen noch so kleine Laschen haben möchtet, da wären natürlich kleine Holzscheibchen oder so schön, aber die hatte ich jetzt nicht. Dann schneidet ihr euch einfach einen Streifen, einen ganz dünnen Streifen Papier. Ein bisschen Kleber dran. Ich nehme dafür jetzt nicht den Tombow, weil der verklebt einem so total die Finger. Ich habe schon alles voll damit. Und der bleibt ja auch nach dem Trocknen ein bisschen klebrig. Und hierbei kommt immer ein bisschen Kleber nach außen. Das müsst ihr jetzt ganz fest hier kleben. Ich glaube, es wäre schlau gewesen, das vorher zu machen, bevor die Karte montiert ist. Aber zu spät. Jetzt kommt hier Kleber rauf und dann wird das Ganze ganz eng darum gedreht. Im Prinzip her ist die Karte jetzt fertig und dadurch, dass wir hier unten diese Falz haben, kann man die auch etwas flach zusammenlegen. Natürlich nicht ganz, aber ich denke schon, dass man die auch ganz gut verpacken kann. Vielleicht mit einer Schleife drum oder eine kleine Box dazu machen. Als letztes bleibt jetzt noch das Dekorieren übrig. Für die Sprüche hier auf den Dreh Teilen habe ich aus demselben Stempelset Alles Liebe Geburtstagskind dieses kleine Label hier genommen und alle Geburtstagssprüche, die da schön reingepasst haben. Also die großen passen nicht, aber die ganzen kleinen passen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet und habe die mit dieser Wortfensterstanze ausgestanzt. Jeweils hinten mit den Mini-Dimensionals belegt und die werden jetzt da aufgeklebt. Ich habe so viel Kleber an den Fingern, dass das gar nicht so richtig klappt. Als letztes wird das Ganze noch ein bisschen dekoriert. Dafür habe ich zwei neue Stempelsets benutzt. Und zwar einmal dieses mit den Herzen, Heart Happiness und Perfekter Geburtstag. Aus dem Perfekten Geburtstag habe ich hier diese kleine Pfeife genommen und diese Blüte oder was immer das auch ist, so ein Element. Und aus diesem das Herz. Das habe ich mir hier auch schon vorbereitet. Diese Stempelsets könnt ihr ab dem 3. Januar bestellen. Die Punkte habe ich auch wieder mit dem passenden Dampin Blend ausgemalt. Ich finde es immer schön, wenn hinten auch was drauf ist. Das kennt ihr ja von mir schon.
Zum Schluss noch ein bisschen Bling Bling. Ein paar kleine Strasssteinchen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr habt Lust, das mal nachzumachen. Ist sicherlich keine 5-Minuten-Karte, ist ein bisschen aufwendiger. Ja, mal gibt's was Schnelles, mal was Aufwendigeres, aber ich hoffe, es macht euch Spaß und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.